Ich habe das Gefühl, das wird eine ganz schwierige Folge oder eine der nächsten Folgen wird ganz schwierig, aber erstmal Menno. Hey Kumpel, ich glaube, ich habe alle Locations aus Kens Video gefunden und gute Kamerapositionen. Mann, wir fahren sie einzeln ab, stellen ein paar gute Zeiten auf und ziehen das Ding in einem durch. Okay, wir sehen uns, Mann. Und ich habe ein Déjà-vu, aber das ist ja nichts Neues. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed. Was ich jetzt festgestellt habe zwischen der letzten Folge und dieser, hat EA ein kleines Angebot gestartet im Spiel. Ich kann es ja mal eben ganz kurz zeigen. Schaut einmal, da unten links, der Sommerschlussverkauf. Die Lambos gibt's 40% günstiger. Geht eben noch ein paar Folgen. Für mich, der 16. Juli ist noch nicht und deswegen, obwohl der ist heute, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben die das zwischen der letzten und dieser Folge auf jeden Fall reingeschalten, denn ich habe mich nämlich nochmal in der Pause 2, 3 Minuten hingesetzt und habe überlegt, was machen wir denn? Und da hat EA wohl einen kleinen Wink gegeben. Also an sich bekommen wir hier genügend Geld zusammen. Da sollten wir kein Problem haben. An sich ist das auch ein Endlosspiel. Das Spiel hat zwar eine Story, die irgendwann zu Ende ist, aber die ganzen Rennen kann man nochmal fahren und an sich immer mehr Geld verdienen, sodass man eigentlich jeden Wagen mal bekommen könnte. Bloß man hat nicht so viel Lagerplatz. Man müsste die Dinger wieder verkaufen. Wir können es uns ja mal anschauen. Hier habt ihr schon vielleicht im Vorbeiflitzen gesehen. Es gibt einen Nachlass auf die Lamborghinis. Tja, und wir können ja mal das Datenblatt anschauen. Was ich schade finde, man kann nichts vergleichen. Also, wenn ich hier einen Wagen auswähle, den kann ich dann nicht zum Beispiel hier drüben vergleichen. Das geht nicht, da muss ich mir wirklich die Zahlen merken. Schade drum. Aber was wir schon sehen, der Murcielago, das ist schon mit der beste Lamborghini hier im Spiel. Aber es gibt einen Wagen, der steht über allen anderen und das ist der Aventador. Den könnte ich mir schon leisten, eben wegen dieses Nachlasses, Sommerschlussverkauf. Aber den werde ich mir wohl gegen Spielende gönnen. Also es ist der beste Wagen hier im Spiel. Ich nehme jetzt mal diese Karre hier weg, weil das ist für mich kein Wagen. Das ist irgendwie komisch. Und ja, was machen wir? Ich habe schon ein paar Gedanken, aber wir sammeln noch etwas Geld. Also ich habe schon so meine Gedanken. Ihr kennt ja auch schon ein paar meiner Gedanken, aber ich fahre jetzt erst nochmal diese Folge etwas herum. Etwas Geld verdienen. 200.000, das ist meine Grenze, die ich erreichen möchte. Und dann zeige ich euch einfach, was ich vorhabe. Montiere die zu deiner Abstimmung passenden irgendwas. Wahrscheinlich wie Grip. Also wenn wir auf Grip gehen wollen, dann Grip-Reifen, sowas ähnliches wollt ihr da bestimmt sagen. Der Herr Text. Haben wir das schon mal gefahren? Was? Los Sol, Polizeistation, okay. Und Legende auf Rädern. Es gibt 8000, komm. Nicht großartig zögern, einfach machen, denn umso schneller wir das Geld haben, umso schneller können wir es auch ausgeben. Dum, 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 dum. Was ist das eigentlich für eine Straße? Kann man die auch so im Spiel wieder finden? Also der Fahrer muss. Wieder aufploppt da rechts. Der muss nicht gerade, er wird nicht gerade fahren, weil die Linie ist immer von links nach rechts gekurbt und von links nach rechts. Aber gut, weiter geht es. Weiter mit unserer schönen Corvette und das ist ja das Z-Modell, die Z06. Und die ist ja schon ordentlich aufgemotzt im Vergleich zu den normalen. Und gleich erstmal ein paar überholend. Ups, da geht's ja um. Da hatte ich jetzt gar nicht wirklich vor, entlang zu fahren. Oh, schon wieder Kurve. Ich wollte geradeaus fahren. Es lag mir so im Sinn. Oh. Palme, wer setzt denn da eine Palme mitten in die Stadt? Doof. 6 von 23, 4,5 Kilometer sind es noch. Ist gar nicht viel. Oh, da kommt was entgegen. Bums, au, und weg. Super. Wie weit sind wir weg? Autopilot, gib her. Ja, wir sind Siebter, interessant.
jetzt endlich mal. Hier kommt etwas gerade, mehr oder weniger. Da ist der Erste. Ich will ihn bald. Oh, Kurve. Gar nicht drauf geachtet. Gar nicht drauf geachtet. Ich wollte einfach nur nach vorne. Kurven sind blöd, weil da verliert man Höchstgeschwindigkeit. Das ist blöd. Kurven an sich sind nicht blöd. Bin mal gespannt, ob andere Wagen der Corvette das Wasser reichen können. Also klar, leistungstechnisch auf jeden Fall. Optisch gibt es auch ein paar andere schöne, zum Beispiel die Ferraris. Aber ich meine jetzt vom Fahrverhalten, weil darauf habe ich mich jetzt doch ganz schnell ziemlich gut eingeschossen. Und ich bin mit unserer Corvette hier sehr zufrieden. Boah, da kommt was. Boah, der arme Kerl hat sich erschrocken. Ganz bestimmt. So, wie weit ist es noch? Nicht mehr 4,5 Kilometer, wir müssen loslegen. Aber hier schon ist sie, aber jetzt... Au! Na, okay, da geht der Wagen wieder kaputt. Verstehe einer warum. Aber... Vielleicht muss man das ja nicht verstehen. Autopilot! Jetzt darf ich fahren, komisch. Das finde ich auch seltsam. Wann der Autopilot übernimmt, beziehungsweise... wieder übergibt... Naja, so wird das nichts mit den 200.000 in dieser Folge. Wird so schön eng, aber wir fahren das womöglich nochmal. Ist ja gleich hinter uns, aber ich bin jetzt zu faul zum Umlenken. Wobei, bei dem Spiel mit seiner Serveranbindung könnte das schon mal der Fall sein, dass wir zu Rad schneller wären. Lassen wir da mal jemanden vorbeifahren. Ein lila Leuchtemann. Ein Polizist. Blau und rot. Hoppa. Da ploppt der Gegner einfach auf. Das war doch ein... Oh, da ist eine 40. Das war doch gerade ein Lamborghini Diablo SV. So, wir auf der 1, aber wir sind ja einige Male ums Auto gekommen. Gegen eine Wand gefahren. Hier war eine Palme, das weiß ich noch. Und die ist ja immer noch da. Hat noch keiner gefällt. Ich fahre gerade etwas auf Vorsicht mit mehr Bremse oder Gaslupfen. Ah, Pseudospieler. Nein, Melissa. Na, wobei, du schon. Wir haben fast ein Drittel geschafft und starten mit Lauf 5. Die Challenge geht weiter und euer Rap startet richtig durch. So, so. Ich versuche es gerade mal ohne Driften. Hoppa. Wobei, hier kann man es ja mal machen. Ein Taxi. Wir sind ja nicht in Marseille. Taxi, Taxi. Oder Taxi, Taxi. 1,5 Kilometer, na etwas drüber. Wenn jetzt einer entgegen... Oh, kommt. Ich mag das nicht, deswegen fahre ich eben so ungern im Gegenverkehr, auch wenn es mal der kürzere Weg ist. Wir führen gerade ganz gut, das will ich aber auch behalten. So, hier nehme ich mal mehr raus, habe ich vorhin gemerkt. Da an den Lastwagen. Und dann haben wir es auch gewonnen. Geht doch. Da haben wir jetzt 9.000 verdient. Superst. Ach, 2.000 für dieses AR, hier die Empfehlung. Alles klar. Dann sind es sogar 11.000. Und fast Stufe 44. So, nächstes Rennen. Gleich mal rausgesucht. Was wäre denn? Robin, das war doch Driftzug, ne? Ja, aber wir haben super Wagen und von daher kann das klar gehen. Aber die können uns ja rauskegeln. Und das mag ich eben nicht an Driftzug. Es ist wohl mein, obwohl es Driften ist, mein ungeliebtestes Event. Ich sag eben ganz bewusst ungeliebt. Ich will nichts Böses sagen. Nichts Schlechtes. So, wir fahren zu zweit. Das ist ja gar nicht mal so übel. Au! Gibt uns der Lastwagen einen mit. Aber klar, der hat mehr Masse. Und Leistung? Gut, weiß ich nicht. Wir haben fast 1000 PS. So, da kommt was entgegen. Robin, bleib mal hier. Ich brauche doch Punkte. Das finde ich aber auch blöd, dass sie nicht wartet. Hallo. Wir behindern uns mal gegenseitig. So, bist du noch da? Ja. Oh, wieder Lastwagen. Habe ich jetzt auf die Karte eben wieder geschaut.
Oh, hallo. Fast geschafft. Und wir haben 6 von 28 gerade mal. Jetzt dürften wir fertig sein. Genau. Feierabend. Oh, jetzt fahren wir hier runter. Cool. Die Ecke kennen wir noch mehr als gut. Wir müssen aber auch zusammenbleiben. Aber sie steht mir jetzt in der Kurve. Genau. Super. Das mag ich eben nicht an Driftzug. Oh, die Corvette ist wirklich toll. Mal schauen, ob wir nochmal auf sie zurückkommen. Oder wie oft besser gesagt. Weil sie lässt sich einfach toll fahren und langsam ist sie auch nicht. Schade. Ah, Punkte noch bekommen. Auch gut. Jetzt fahren wir den ganzen Mist hier wieder hoch, wie wir es auch schon kennen. Entschuldigung, Robin. Wir haben am Ende womöglich die vierfache Punktzahl. Also Spiel, das ist so einfach. Bei aller Ungeliebtheit zu Driftzug, das ist so einfach. So, etwas rankommen lassen, ansonsten bekommen wir ja gar keine Punkte. Ja, also das Vierfache bekommen wir locker rein. Jetzt nämlich. Schlimm. Wir fahren nochmal ein Stück. Komm ran. Diesmal will ich aber vorfahren an dieser Ecke. Du mit deinem BMW. War wieder nicht so toll, aber es gab viele Punkte. Und sie fährt erstmal gegen die Wand. So, wie wird das jetzt? Auch nicht so schön. Oh, das klang ungesund. Wie ein Knochenbruch. Weißt du, wenn ich wie ein Knochenbruch klingt? Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will die Erfahrung nicht machen, aber es klang sehr ungesund. Ja, wir haben fast das Fünffache an Punkte bekommen und das war noch nicht das Ziel. Das ist nämlich erst hier. Viel zu einfach. Ja, die Strecke sind wir schon gefahren, deswegen neue persönliche Bestleistung. So, jetzt ruft sie gleich nochmal an. Wieso, was musst du nur machen? Halt. Au. Wir können sie hier mal verfolgen. Mal sehen, wann sie anruft, wann sie wieder kann. Ich fahre jetzt mal ein Stück hinterher. Sie wird einfach irgendwo planlos herumfahren und dann wohl anrufen. Aber ich will das Spiel wieder in Frage stellen. Was hat sie jetzt so Wichtiges vor, wenn sie sagt, sie hat keine Zeit? Gut, kann auch eine Ausrede sein. Eine Herausforderung könnten wir mit ihr fahren. Ich will sie aber gerade bloß verfolgen. Wir sind voll der Stalker. Zeig mir mal deinen BMW genauer. Oh, das Knistern. Sie ruft noch nicht an. Darauf warte ich nämlich insgeheim noch, dass sie sagt, hier, ich kann wieder. Ein Driftzug, haben wir den schon? Ja, ein Häkchen. Und ich kann noch etwas driften üben. Komm, ruf doch an. Ich will wissen, ob du gleich wieder Zeit hast und was du jetzt in der Zwischenzeit so gemacht hast. Vielleicht mit dem Finger in der Dose. Ah, sie ruft wohl nicht mal an. So, hier kann man gut driften. Ganz seicht. Schade. Na gut, dann lassen wir es mal aus, eine Driftkurve. Oh, geschafft. Einfach mal so vorbeigehen. 3 von 10. Na gut, dann machen wir was anderes, weil mir wird es gerade zu langweilig. Hier gibt es noch einen Punkt, ein Foto. Vom Zaun, na schick. Aha, schaut mal. Unser rechtes Hinterrad ist auf dem Bild. Ansonsten sehen wir nur Straße und viel mehr nicht. Was wollen wir denn machen? Hier oben gibt's noch was. Was wäre das denn? Marcos Sammlung, ein schweres Sprintrennen. Gehen wir einfach mal an.
Driftversuch ist die beste Herausforderung, um deine Fahrzeugbeherrschung zu demonstrieren. Ja, mit der Corvette klappt es jetzt so gut wie noch gar nicht. Am Anfang, gut, da war der Wagen noch nicht gut eingestellt. Aber mittlerweile ist er sogar besser, ist sie sogar besser als unser Subaru, in dem ich ja so lange gefahren bin und worauf ich mich dann eben auch eingeschossen habe. Klar, man muss die Leistung dieses Wagens hier im Blick behalten und die kann man dann auch einfach in schwierigen Ecken nutzen. Man darf halt auch nicht mit so viel Schwung in der Kurve gehen. Ich muss ja gar keine Driftpunkte sammeln, fällt mir gerade so nebenbei mal wieder ein. Was ist denn das für ein gelber Wagen? Das sah ja sehr interessant aus von hinten. Das ist doch kein Porsche, oder? Doch. Hm. Boah. Wir sind auf der 2. 8 Kilometer, das ist nicht ohne. Und das bei den Bergen hier. Da vorne fährt auf jeden Fall ein Porsche. Könnte der 2015er sein. So, jetzt kommt die Tankstelle hier. Kann ich gerade nicht deuten, was für ein Wagen das ist. Wenn ich die Lichter vorne sehen würde, wäre es klar. Oder ist es der Mercedes AMG? Hm. Oh, schöne Brücke. Na, schade. Etwas zu früh eingefädelt. Es sind aber noch 6 Kilometer. Und das Event ist schwer. Und da heißt es auf jeden Fall ranhalten. Schön reingekommen. Der Porsche führt immer noch. Sauhand. Kommst du her? Komm näher. Wir schieben. Würde ich aber auch ganz gerne vorne bleiben. Und er hat sich gedreht. Ja, fein. Laut Karte hat er sich gedreht. Wir haben nämlich etwas Luft auf den hinter uns. Oh, hier. Schönes Eck. Wir fahren einmal außen rum. Gerade sind sie recht weit hinten. So, 3¾ Kilometer noch. Bisher ist die Strecke echt schön. Mittlerweile, also bei der Corvette fahre ich mehr mit Handbremse als mit der normalen Bremse. Deswegen macht es die Linkskurven auch wieder etwas einfacher für mich. Weil ich nicht auf der Enge des Raumes mit so vielen Fingern da den Wagen steuern muss, mit einer Hand. Ja, die sind alle in einem Polk hinter uns. Aber auch nicht weit weg, da könnte ein Unfall ausreichen und wir sind wieder hinten dran. Jetzt sind es noch 2 Kontrollpunkte. Etwas weniger als 1½ Kilometer. Jetzt noch knapp über 1 Kilometer was zu fahren. Vorletzter Kontrollpunkt. Das nächste Kontrollpünktchen ist das Ziel. Autsch. Und wir führen echt solide. Also jetzt nicht wirklich gefährdet. Außer es kommt uns noch jemand dazwischen. Nee, das wird was. Super. Wieder ein Sieg, wieder volle Punktzahl, maximales Geld. Jetzt müssten wir etwas mehr als 20.000 in dieser Folge verdient haben. Schön, schön, schön. Ich schaue eben auf die Karte. Ruft Robin bald wieder an. 197. Ein Event und dann war's das. Wir fahren nochmal einen Driftversuch. Nitro ist der beste Weg. Einen kleinen Leistungsschub. Nix Neues. Los. Mehr als 80.000. Jetzt habe ich... Das war ein Contest, oder? Wir sehen es gleich nochmal oben rechts wahrscheinlich. Oh Gott, die Corvette sieht aus da vorne. Ach ne, der Versuch war es ja. Stimmt. Alleine. Soll ich da hinbekommen? Versuch und Tauge geben sich nicht viel. Bei Tauge ist halt schön, dass man dann noch einen Multiplikator zu den normalen Punkten bekommt. Wenn man eben vorne fährt. Hat zu weit außen angefahren.
Es gibt nur noch wenige Punkte. Ah, bin zu viel. Ah, zu blöd rein. Zu schnell und zu blöd. Es sind noch 7 Kilometer. Das ist ziemlich viel. 37 Kontrollpunkte. Das werde ich wohin bekommen. Ah, so nicht. So auch nicht. Hier ist Platz. Was? Falsche Richtung? Oh, ich bin hier reingefahren. Hier hatten wir ja mal so einen Kringel. Ups. Hab mich schon gewundert, was will denn die rote Schrift da sagen? Sind wir etwa nicht nah genug an den anderen dran? Geht doch gar nicht. So sieht gerade nicht danach aus, dass wir es schaffen nach den letzten Kurven, aber es wird schon. Driften. Sekunde, ich bin am Telefon. Willst du dich treffen? Mit wem sprichst du? Warte mal. Er soll mitmachen. Je mehr, je besser. Also, was meinst du? Hör doch auf. Hey. Vielleicht sehen wir uns da oben. Ich habe erst verstanden, nicht rocken, sondern robben, weil sie Robin heißt. Naja, heißt mal wieder, ach schade, Punkte verschmissen. Auf unser aktuelles Event konzentrieren. Bergauf geht's. Ist auch gar nicht mal so übel. Mit der Corvette ist das gut drin. Man sieht's gerade an dieser Kurve. So, hier nehme ich auch noch Punkte mit. Ah, weniger als 1000, aber hey, Kleinvieh macht ja auch Mist. Hier etwas mehr. Oh, schön. Da komme ich bestimmt nicht gut hin. Das wird nichts. Ah, verschrien. Schade, so eine Einladung hier. Und ich verkack's total. Nervkommando ist blöd. Schade, wieder angeeckt. Etwas mehr als 3 Kilometer sind's noch. Jetzt fahren wir den Weg wieder zurück, also bergab. 20.000 werde ich noch locker finden. So, jetzt sind es nur noch 11.000. Das war jetzt nicht gewollt. Schade, angeeckt, Punkte verschmissen. So, und geschafft. Und knapp unter 2 Kilometer, die wir noch zu fahren haben. Jetzt haben wir die zweit außen angefahren. Schade. So, hier werde ich noch was mitnehmen. Und hier auch noch. Ups. Ab in den Tunnel. Gehen Sie weg. So, jetzt sind es noch 7, aber alle auf engem Raum hier. Da drehe ich mich mal bewusst, um hier mehr Punkte mitzunehmen. Man verliert ja mit Anecken oder mit Langsamfahren keinen Multiplikator. Das macht es auch einfacher. Oh Gott, Baum, Supermarkt, Baumarkt oder irgendwas ist das hier. Die engen Ecken sind mit dem Wagen nicht so schön zu fahren. Schade. Naja, aber... Was fahren wir nicht in die Kalare? Da sehe ich jetzt erst. Oh Mann, naja, egal. Hat auf jeden Fall Punkte und Geld beschert und damit können wir einkaufen. Ihr wisst, was das für die nächste Folge heißt. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.